He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's got a puncture. They make contact. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Und herzlich willkommen hier zu unserer Hobe Sim Racing Liga in der Pro AM im GT3 Bereich. Wir sind zu Gast heute am Nürburgring und zwar mit einem Trainingsrennen. Wir sind 9 Fahrer am Start und ja, die gehen wir einfach der Reihe nach mal durch. Mit der Startnummer 311, Daniel Andersson, ist jetzt schon gerade mal ein bisschen so in der Einführungsrunde unterwegs. Hier haben wir die Startnummer 555, Helder Guerra, ein Luxemburger, der bei uns in der Liga mit dabei ist. Mit der Startnummer 99, Christoph Meyerhold. Ein Österreicher, der ebenfalls bei uns in der Liga mitfährt, ist ein geschlossener Server gewesen. Das heißt, wir waren wirklich unter uns. Mein Teamkollege mit der Startnummer 22, Daniel Hofmann, im Audi R8 Evo 2. Mit der Startnummer 57, Rudi Geis aus dem Intruder Racing Team im Aston Martin V8. Dennis Plecour mit der Startnummer 911, ganz starker Fahrer. Und ja, da gehen wir einfach mal in seine Fastlap mit. Ja, Porsche 9912 GT3 R ist die genaue Bezeichnung, in der der Dennis Plecour bei uns in der Liga die nächste und erste Saison starten wird und bestreiten wird. Wie gesagt, ganz starker Fahrer, die Pace, die der geht, ist mal eine Hausnummer. Ja, und da geht's hoch Richtung Schikane, die muss man richtig treffen, wenn man da gut durchkommt, da liegt eine Menge Zeit, musste ich feststellen. Ja, und das macht eben dann die Konstanz aus und einen guten Fahrer aus, wie jetzt Dennis Plecour zum Beispiel, wo halt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es sie trifft, auch sehr hoch ist. Ja, wenn wir dann im Endergebnis sehen, super Zeit gewesen, die der Dennis da gesetzt hat. Wir fahren mal mit beim Jeff Eberts mit der Startnummer 23 aus dem HyperX Racing Team. Der Teamkollege vom Helder Guerra, ebenfalls Luxemburger im Audi R8 Evo 2. Auch von der Pace her ganz stark vorne mit dabei. Also nur damit ihr mal so ungefähr einen Anhaltspunkt habt, denn hier am Zeitentableau sieht man es nicht richtig wirklich gut. Im Training, beziehungsweise, nee, ich glaube, das war sogar in der Quali, das werden wir dann sehen. Ja, liegt der Dennis Plecour mal der Zeit von 1,54 irgendwas hin. Jeff Eberts, wo wir jetzt gerade mit an Bord sind, der fährt da 1,55 niedrig.
Also auch Top-Zeit, die da hinschmeißen, die Jungs, muss man ganz, ganz offen so sagen. Ne? Auch schön hier durchgekommen, jetzt auch wieder den Berg hoch Richtung Schikane. Auch sehr schön durchgekommen, eng an den Hütchen vorbei, an der Streckenbeschränkung, und ja, das ist genau das, was es halt eben ausmacht, ne? Ebenfalls starker Fahrer Daniel Andersson mit der Startnummer 311 im McLaren 27S. Gehen wir auch bei ihm mal mit auf die Reise in seiner Fastlap. Die Lackierungen übrigens wahrscheinlich, wir haben jetzt ein paar Lackierungen, die sind tatsächlich schon die Liveries, mit denen wir an den Start gehen werden in der Season 1 bei uns. Liveries erlaubt. Gibt gewisse Vorgaben, wenn ihr da Interesse habt, bei uns auch mitzufahren, gerne jederzeit natürlich Liga-Anmeldung registrieren, Liga-Anmeldung raushauen. Infos, was die Liveries angeht, findet ihr auch bei uns dann auf der Website in dem GT3 Liga-Reiter. Wie gesagt, manche Liveries hier jetzt, wie gerade beim Daniel Andersson, sind noch Prototyp-Liveries, also die sind noch die unbehandelten aus dem In-Game-Editor raus. So, jetzt geht's hoch Richtung Schikane, ganz, ganz tricky. Wir fahren mal mit beim Daniel Andersson und schauen uns das mal an. Genau, und hier muss man versuchen, innen relativ eng an diesen Barken vorbeizukommen. Jeweils, okay. Und da kam man ein bisschen weit nach außen und dann ist man schnell im Grün. Somit bricht auch die Runde ab. Das kostet einfach zu viel Zeit dann, und lieber noch ein Versuch dann starten. Zeit ist ja genug. Rudi Geis, Startnummer 57 im Intruder Racing Team. Aston Martin V8. Unser erster Fahrer, glaube ich, der sich überhaupt für die Liga angemeldet hat. Also Mann der ersten Stunde, Rudi Geis. Ja, Schumacher S ist schön durchgekommen. Da auch schön die Apexes getroffen. Hier ist jetzt auch wichtig, dass man genau die Kurve innen nimmt. Die hat ein bisschen, die macht ein bisschen zu, und von dem her ist es relativ schwierig, da den richtigen Moment zu treffen, wann man wieder voll aufs Gas gehen kann und da auch wieder ab in die Schikane. Na, und da kommt ein bisschen weit raus und das kostet auch dann gleich so das eine oder andere Zehntelchen. Helder Cuera mit der Startnummer 555. Zweiter von drei Luxemburgern, die bei uns dabei sind, freut mich riesig. Mich ganz persönlich, muss ich ehrlich sagen. Und auch da geht es hoch Richtung Schikane jetzt. Und die jetzt richtig treffen, wie gesagt, da liegt unglaublich viel Zeit. Aber auch da scheint es nicht ganz geklappt zu haben. Er bricht die Runde ab, fährt nochmal in die Box. Entweder für uns hat es frische Reifen oder
Einfach zum Relaxen, um Kraft für die nächste Runde zu tanken. Mein Teamkollege Daniel Hofmann, Startnummer 22. Auch, wie ich natürlich, im Audi R8 Evo 2, LMS GT3 Evo 2 heißt es ja. Ganz hochoffiziell. Und auch Daniel in einer schnellen Runde unterwegs, auch hier in der Schikane. Jetzt letzte Kurve auf Startziel, auch die kann man viel falsch machen, da liegt auch gut Zeit, wenn man die nett richtig trifft. Und da sind wir bei einer 1:58.907 in der letzten Runde. Da geht noch was, würde ich sagen. Noch da einen leichten Quersteher, ein bisschen übersteuern da. Ja, was sagt denn zu unserer Lackierung überhaupt? Wobei die offizielle vom Daniel jetzt noch nicht so richtig wirklich stimmt, was ich gerade so sehe. Aber es geht schon mal sehr in die Richtung, wie es dann letztendlich ausschauen wird zum Saisonstart. Gerne mal in den Kommentaren euch austoben. Was haltet ihr von unserer Livery, auch insgesamt von den Liveries, die ihr schon sehen könnt. Wie gesagt, sind ja viele Prototyp-Liveries erst noch am Start. Jetzt in dem Rennen bis zum Saisonstart wird es dann vollständig sein. Ja, und da unser dritter Luxemburger im Team, die 712, Patrick Till, Teamkollege vom Rudi Geis mit der Startnummer, wie gesagt, 712 im BMW M4 GT3. Auch da Prototyp-Livery, die Farben stimmen schon, die Beklebung noch nicht. Ich denke mal, das wird so in die Richtung auch gehen, wie sie der Rudi Geis fährt. Da haben wir es vorhin gesehen auf seinem Aston Martin, die haben wir schon mal implementiert. Auch die beiden Luxemburger Audis, da haben wir auch schon die Livery mal mit eingebaut. Aber wie gesagt, die offiziellen kommen zum Ligastart dann erst. Leichter Quersteher auch hinten auf der Hinterachse, ein bisschen übersteuern, aber hier schön durchgekommen und jetzt geht es auch wieder ab Richtung Schikane. Ja, schön durchgekommen, richtig schön eng genommen innen die Curbs und hier auch Apexes. Gut erwischt auf Startziel. Ja, da probiere es ich mal. Startnummer 76, Matthias Weggel. Uwe Sim Racing Team. Logischerweise. Was sonst? Na. Auch im Audi R8 LMS GT3 Evo 2. Und das ist ja so ein bisschen die offizielle Livery, die es dann sein würde. Wird es aber auch noch Feinheiten geben. Jetzt zum Beispiel hinten neben der Fahrernummer, die der da sieht, in diesem schwarz gehalten hinterhalb vom Tankdeckel. Da wird es noch ein bisschen Farbe geben, sonst ist es vielleicht gar so dunkel. Aber vom Grundprinzip her wird es so in die Richtung gehen. Also gerne in den Kommentaren mal was da lassen, wie es euch gefällt. So, Hairpin. Auch da liegt ganz viel Zeit, wenn man die nicht richtig trifft. Ich habe es jetzt nicht richtig getroffen. Ab in die Schumacher Esses. Komme ich auch ein bisschen weit raus hier. Darf ich ruhig innen mehr Carb mitnehmen in der Links. Hier Bremspunkt bei ca. 100.
da auch schauen, dass mir die Apexes innen, da hätte ich auch mehr über die Curbs noch gehen können. Oh, und da stehe ich quer, habt ihr schon gesehen, da kommt mein Heck ein bisschen. Und ja, somit liegt halt da einfach auch noch viel, viel Zeit auf der Strecke. Ne? So, ab in die Schikane. Links, rechts. Wäre auch enger gegangen. Jetzt nochmal rechts auf Startziel. Und dann ist auch meine Runde vollbracht. Ja, das war's dann mit dem Qualifying mal. Schauen wir mal auf die Standings und wie wir an den Start gehen. Start Nummer 1 oder Position 1, Dennis Precourt mit einer Zeit von 1,54, 5,37, 0,4. Dahinter dann Jeff Ewerts mit 1,55, Daniel Andersen mit einer Sekunde dahinter auf P3, Helder Guerra auf P4 mit 2 Sekunden dahinter, 1,56, 5,55. Rudi Geis, 1,56, 8,52 auf P5. Patrick Till auf P6 mit einer 1,57, 1,92. Christoph Meyerhold startet vor mir mit einer 1,57, 3,52 auf P7. Ja, wie gesagt, ich auf P8 mit einer 1,57, 8,62. Und hinter mir dann der Daniel, mein Teamkollege. Ja. Dann sind wir direkt im Rennen hier am Nürburgring. Wetter war auf dynamisch eingestellt, also wir hätten auch durchaus Regenwahrscheinlichkeit gehabt. Hatten aber Glück im freien Training nicht. Das haben wir euch jetzt nicht gezeigt. Die Runden, die wir da gedreht haben, da geht es in erster Linie darum, dass wir noch ein bisschen am Setup basteln konnten. Und es war jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir euch das zeigen, denke ich mal, so spannend ist es auch nicht. Aber wie gesagt, da hat es auch tatsächlich geregnet und Qualifying und auch im Rennen hat man tatsächlich mit dem Wetter Glück. Ja, wir sind auf der Formation Lap Single File, wir fahren eine ganze Runde Formation Lap, also nicht die Short Formation Lap, einfach weil wir der Meinung sind, dass es schöner ist, wenn man sich selber seine Reifen so ein bisschen aufwärmen kann, sich ja so ein bisschen eingrooven kann, ja, und dann halt voll ins Rennen gehen kann. Aktuell ist es so, dass wir in der Liga einen Split voll haben, von den Liga-Anmeldungen her. Und ja, tendieren oder gehen so Richtung Split 2. Ich denke auch, dass wir den bis zum Saisonstart am 18. August im GD3-Bereich voll bekommen werden. So, jetzt geht es im Double File und um die letzte Kurve auf Startziel und dann geht auch das Rennen los. Sind wir mal gespannt, was uns erwartet. Da geht's auf Startziel. Und green, 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 es geht los hier am Nürburgring. Zu unserem Trainingsrennen. Jeff Ewert super weggekommen. Auch Helder Guerra ist direkt dicht hinter ihm. Daniel Andersen hat ein bisschen was einbüßen müssen. Auch bei mir. Ich versuche da außen an Patrick Till und Rudi Geis vorbeizugehen. Es wird eng. Jeff Ewert einen guten Start erwischt. Nichts passiert. Das ist mal die Hauptsache in der ersten Runde. Und bleibt auf seiner Position P2, Helder Guerra auf P4, Daniel Andersen auf P3 vor Helder Guerra. Also alles so geblieben, wie es in der Startaufstellung war. Und jetzt heißt es ein bisschen sortieren, die ersten zwei Runden gut überleben. Schaut ganz gut aus aktuell und Jeff Ewerts versucht hier
an Dennis Brecourt dran zu bleiben. Schaut auch aktuell ganz gut aus, soweit. Und da geht's runter Richtung Hairpin in der ersten Runde. Und das Feld ist noch eng beieinander. Die ersten drei können sich schon so ein bisschen absetzen. Helder Guerra auf P4. Circa eine Sekunde Abstand. Dahinter Patrick Till. Mit 0,7 hinter Guerra. Und Christoph Meyerhold, der hat ein bisschen eingebüßt. Der war eigentlich vor mir. Irgendwas ist da schief gegangen am Start. Kam da nicht richtig wirklich gut weg. Und das erste Mal durch die Schikane. Und gut erwischt von Patrick Till. Ja, und ist da noch gut dran. Ich versuche da irgendwie am Rudi vorbeizukommen. Aber das ist ja auf der Geraden echt schwer. Ich kam zwar immer wieder ein bisschen ran, weil doch der Audi auf der Geraden so einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil im Aston Martin gegenüber hatte, aber es hat ja nie ganz gereicht, um irgendwie ja, sich so zu positionieren, um in der nächsten Kurve dann tatsächlich vorbeifahren zu können. Mein Teamkollege Daniel Hofmann ist ein bisschen zurückgefallen und er sieht das schon. Der hatte tatsächlich technische Probleme. Und zwar technische Probleme an seinem Bildschirm. Der ist ständig schwarz geworden und er musste somit irgendwie ständig wieder aus dem Spiel raus, wieder reinhupfen. Und hat da einfach enorm Zeit verloren. Unterm Strich knapp 25 Sekunden, knapp an die 30 Sekunden sogar waren es, die ihm da der ganze Spaß gekostet hat. Ja, das seht ihr schon. 21,5 jetzt. Aktuell schon dahinter, es wird aber ein bisschen mehr sogar noch, weil das technische Problem nicht gleich behoben werden konnte. Daniel Andersen vorne auf 3, ist gut an Everts dran, auf 0,7. Und auch ich bin relativ gut am Rudi Geis dran mit 0,2 dahinter. Und ich kann euch sagen, es war nicht einfach, da was zu machen. Es ging also am Rudi, waren wir dann in der weiteren Folge sehen. Ich will da auch gar nicht zu viel vorgreifen, aber es kann euch sagen, es ging nur über einen Boxenstopp. Auf der Strecke war es nicht möglich vorbeizufahren. Aber mega Fight, hat riesen Spaß gemacht, super fair und das finde ich immer das Wichtigste sogar. Sich Platz lassen, sich respektieren und dann einfach ein geiles Rennen haben. Das ist eigentlich das, was unsere Liga auch ausmachen soll. Also das und für jeden Fahrer, der auf der Strecke ist, egal ob der jetzt hinten rumfährt oder vorne auf P1, Respekt haben, Platz lassen, dem anderen sein Rennen gönnen, ohne jetzt mit der Brechstange auf seinem Vorteil zu beharren. Ja, so soll es sein. Und da die Fahrer, mit denen wir bisher zu tun hatten, Oberhammer, also top auch an der Stelle, wirklich macht riesen Spaß. Daniel Andersen auf P3, ganz dicht hinter Eberts dran. 0,4, ihr seht schon, und hier geht's hoch wieder Richtung Schikane. Und der ist halt ganz, ganz eng schon, ne? Also, da ist so ein kleiner Verbremser, kann man schon mal ein bisschen Lack austauschen, wenn es blöd läuft. Aber super gemacht, also wirklich, und auch da sehr, 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 sehr eng, sehr, sehr knapp und auch von der Pace her wirklich optimal. Oh, und da bin ich rausgekommen. Weggel dreht's da raus in der Kurve auf Startziel. Schauen wir uns nochmal an. Ja, und da stand ich schon quer, seht ihr schon. Und
da kam mir das Heck leicht. Jetzt versuche ich hier ein bisschen auszugleichen, aber war nichts zu machen. Ich habe die Karre, wenn die einmal quer steht, ist durch den Mittelmotor, es ist echt schwer, die wieder einzufangen. Und ja, da, wenn das Heck am Tanzen ist, war es schon vorbei. Zum Glück hat es mich nicht rausgedreht oder gar einen Schaden davon getragen, also ich konnte weiterfahren. Ich habe halt gut Zeit verloren. Ihr seht schon, mittlerweile dann 2,7 Sekunden hinter Rudi Geis jetzt, wo es vorher noch unter einer Sekunde war. Ärgerlich, aber in dem Fall besser, nicht irgendwo eingeschlagen zu sein, wie die Zeit verloren zu haben. Wir sind wieder am Bart von Daniel Andersson. Hat ein bisschen Lack einbüßen müssen von der Zeit her. Nicht jetzt wirklich im wörtlichen Sinne Lack einbüßen, sondern von der Zeit her einbüßen müssen. Jetzt knappe Sekunde hinter Jeff Ewerts. Christoph Meyerhold ist wegen der Geschichte von meinem Teamkollegen am Daniel vorbeigefahren. Und man sieht aber schon, dass auch der Daniel jetzt so langsam sich wieder von diesen 21 Sekunden ein bisschen nach vorne arbeiten konnte. Zumindest jetzt mal auf nur noch 18 Sekunden Abstand. Ja, 3 Sekunden aufkühlt. Wenn es so weitergeht, ist P1 drin. Ja, nicht wirklich. Na. Dafür ist der Dennis ganz vorne ein bisschen zu gut unterwegs. Aber zumindest P8, P7 auch bei mir, das wäre noch gegangen wahrscheinlich. Aber ärgerlich, so ein technischer Defekt einfach, oder so ein technisches Problem, das man da hat und das einem dann durchaus das Rennen verhageln kann. Daniel Andersson wieder rangefahren auf den Jeff Ewerts, ein bisschen wieder nur noch eine halbe Sekunde Abstand. Ja, und das sieht man schon, da geht es halt schon sehr eng zu, ne? Und da, wenn ein Exit gut erwischt, dann ist natürlich... Ja, da steht er... Ah, kam ein bisschen über die Curves, der Jeff. Und jetzt ist er natürlich schon sehr nah dran, ne? Jetzt sind wir mal gespannt, ob er es probiert. Innen vorbei vielleicht. Aber in der Schikane ist halt gewagt, ne? Also da... Ja, nee, er lässt es auch. Sieht man, ne? Steckt zurück. Genau, probiert es lieber an einer anderen Stelle, weil in der Schikane vorbeigehen, das kann blöd ausgehen oder wird blöd ausgehen. Ja, und für Start-Ziel genügt es dann wieder nicht mehr. Ne? Da sind die Audis zu stark. Zu meinem Glück und Vorteil, da ich selber ja, ist der ja Audi fahre. Aber auf der Geraden sind die Audis wirklich vom Topspeed her echt gut. Und Rudi Geis konnte ein bisschen aufschließen mittlerweile auf seinen Teamkollegen, nur noch 1,3 Sekunden dahinter. Also auch das kann noch durchaus spannend werden. Und vorne ist halt mit 0,3 Abstand schon echt eng. Jetzt meine, die fahren das jetzt seit 5 Runden über einen Abstand von 0,5, 0,9 war glaube ich mal das Größte, jetzt wieder 0,3, 0,2. Ist ganz stark, ne? Macht auch Riesenspaß, muss man auch sagen, wenn man da selber mitfährt, ist das schon cool. Also auf diese
auf diesen Abstand über ganz viele Runden eng zu fahren und immer irgendwie zu pushen, schauen, dass man vorbeikommt. Das ist egal. Aber wem erzähle ich das, der Simracing betreibt, ne? Daniel Hofmann auf Christoph Meyerhold, mittlerweile nur noch 16 Sekunden Abstand. Aber man sieht schon, er kommt zu langsam nach vorne, wieder 2 Sekunden in der letzten Runde rausgefahren. Also, könnte schon was gehen. Und der Rudi auf 0,7 an seinem Teamkollegen ran. Auf 0,5. Ja, und insgesamt die beiden, jetzt lasst mich kurz warten, bis die Zeit umschaltet am Tableau, ja genau, 5 Sekunden hinterm Helder Guerra, also auch jetzt noch kein mächtiger Abstand oder kein Abstand, den immer einzuholen wäre, der Helder mittlerweile 9 Sekunden hinter Daniel Andersson. Also da ist ein bisschen weiter schon vom Abstand her und auch ein bisschen schwieriger da wieder hinzufahren. Also da muss man schon fast eher drauf hoffen, dass irgendwie was passiert, wo man sich wieder pushen kann, hin schummeln kann. Chef Eberts 4,5 Sekunden hinterm führenden Dennis Bricourt. Auch da, ich meine, klar, dieser Zweikampf da unter den beiden, der kostet Zeit. Sowohl im Chef als auch irgendwo im Daniel natürlich, Daniel Andersson natürlich. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, kostet Nerven vor allem. Und ja, ist nicht gerade dienlich, um nach vorne mit hinzufahren, weil man einfach nicht frei fahren kann. Man ist ständig am Schauen und fährt natürlich seine Topspeed-Zeiten dann nett, wenn man sich im Zweikampf befindet. Ne? Dennis Bricourt fährt allerdings vorne ganz gechillt seine Runden. In der 7. ist er mittlerweile und kann sich da ein schönes Polster rausarbeiten. Da muss irgendwas gewesen sein. Rudi Geis hat ein bisschen an Zeit einbüßen müssen auf seinen Teamkollegen. Jetzt schon 2,5 Sekunden Abstand wieder. Für mich war es natürlich super. Ich konnte dadurch ein bisschen näher ranfahren. 0,8 Sekunden Abstand. Und Helder Guerra fährt durch die SS auch wieder auf Startziel. Wie gesagt, 12 Sekunden mittlerweile auf Daniel Andersson und 6 Sekunden vor Patrick Till. Ja, und ich bin da auf 0,5 wieder am Rudi Geis dran.
Daniel Andersen hat sich auch wieder rangepusht auf 04. Hinterm Jeff. Altes Bild. Und auch da, wie gesagt, die Geraden, der ist der Audi einfach zu stark vom Topspeed her. Ganz schwierig da für einen Daniel Andersen was zu machen. Und der Christoph Meyerholt fährt schon in die Box. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist oder ob das sein regulärer Stop ist. Wir haben einen Pflichtboxenstop, der aber nicht an der Pitwindow gebunden ist. Das heißt, die Fahrer können jederzeit reinfahren, egal ob in der oder nach der ersten Runde oder kurz vor der letzten. Also wie gesagt, kein Pitwindow, aber ein Pflichtboxenstop mit Reifenwechsel ist die Vorgabe. Ja, das Bild kennt man. Daniel Andersen hinter Jeff Ewerts auf 04 heran. Ich habe es auch auf 04 an Rudi Geis ran geschafft. Bin da auch knapp dahinter, auch da wieder ja, versuchen einigermaßen durch die Schikane durchzukommen und dann auch hier den Exit auf Start-Ziel gut zu erwischen. Aber so schön die Topspeed vom Audi auf der Geraden ist, so wenig kam ich trotzdem am Rudi Geis vorbei. Also da habe ich sogar wieder ein bisschen Zeit liegen lassen. Sicher hinten den Exit auf Start-Ziel wieder nicht vernünftig getroffen. Das ist ein Tacken zu früh am Gas. Steht sofort das Heck ein bisschen quer und du hast den Grip nicht mehr voll. Und dann bist du, fehlt da ein Zehntel, zwei Zehntel. Und ja, dann fängst du wieder von vorne an, dich ranzupushen. Ne? Schumacher, es ist super schön getroffen vom Daniel Andersen. Da auch später auf der Bremse schön die Apexes erwischt, aber einen leichten Quersteher auch da gehabt. Die erwischt er immer super. Also da bin ich viel zu lang vom Gas weg. Da liegt bei mir auch noch die eine oder andere Zehntel. Drei Zehntel konnte ich wieder ein bisschen ranfahren. Und rum um die letzte Kurve auf Start-Ziel. Jetzt habe ich es ein bisschen besser erwischt. Bin ich ein bisschen näher dran. 04 hinterm Rudi Geis. Aber reicht auch wieder nicht für Überholmanöver in Turn 1. Und Nutznießer von unserem Geplänkel hier, es ist Patrick Till, der sich da vorne so still und heimlich davon macht. 2,5 Sekunden Abstand. Aber er sieht uns noch, im Rückspiegel zumindest. Also wir sind noch nicht ganz aus dem Fenster heraus, wo man sich was erhoffen darf. Helder Guerra, der schaut so ein bisschen anders aus, der nämlich leider schon fast ein bisschen, das sind 15 Sekunden zu seinem vor ihm liegenden Mitstreiter,
auf P3. Patrick Till 7 Sekunden hinter Helder Guerra. Daniel Andersen, die letzte Runde 1:56.425. Was für Zeit, was für Rennpace, das ist unglaublich, die Zeit habe ich im Qualifying nicht mehr hinbekommen, das waren die im Rennen, also Hut ab, starke Pace, die hier gefahren wird von den ersten dreien. Da geht schon die erste Überrundung, Christoph Meyerholt muss Platz machen für Jeff Everts und Daniel Andersen. Er liegt jetzt also mit einer Runde dahinter. Muss aber irgendwas gewesen sein beim Christoph Meyerholt. Weil normalerweise fährt er also in der Ecke nicht rum, wo er überrundet wird. Also da war sicher irgendein Dreher, irgendeine Kollision oder irgendwas. Da müssen wir mal reingucken. Habe ich leider nicht so mitbekommen, aber der Stand, der da jetzt aktuell am Tableau steht, der spiegelt nicht unbedingt das wider, was wir normalerweise von Christoph Meyerholt mitbekommen haben in der Zeit, wo er mitgefahren ist. Ja, und da schöne Onboard auf Turn 1. Das Blöde ist halt, wenn der vor einem Fahrende halt auch fehlerfrei fährt, ne? Und das ist leider bei den beiden halt der Fall. Und da geht der Rudi Geis an die Box, seinen Pflichtstopp absetzen. Ich konnte mich da also kurzzeitig davor setzen und jetzt war angesagt, da einfach einen guten Abstand rauszufahren, irgendwie. Und mit guten Abstand meine ich mal zumindest vielleicht eine halbe Sekunde, besser Sekunde, um da mich vor ihm zu positionieren, weil wie gesagt, auf der Strecke war es Überholen leider nicht möglich. Wird es also ein bisschen spannend, weil wir so in diese Boxen-Stop-Zeit reinkommen, in diese Boxen-Stop-Phase. Auch Daniel Andersen und Jeff Everts werden das machen müssen. Der Rudi ist schon fertig und wieder auf dem Weg auf die Piste. Und kommt natürlich weit vor mir raus. Jetzt geht es dann wirklich darum. Was heißt vor mir? Entschuldigung, natürlich auf der Strecke, streckentechnisch vor mir raus, rundentechnisch natürlich nicht. Das heißt natürlich dann, meinen Stop so hinzubekommen, dass ich die Zeit wieder wettmachen kann und mich im Idealfall wirklich dann wieder vorm Rudi auf der Strecke positionieren kann. Ne? Jetzt geht auch Patrick Till in die Box. Ich konnte jetzt auch hier vorbeifahren und auch da war jetzt Pushen angesagt, weil die nächste Runde war mein Boxenstopp dann auf dem Programm. Ich wusste, ich muss jetzt irgendwie reagieren, wenn ich jetzt nicht reinfahre, haben die einen riesen Reifenvorteil. Außerdem, mein Sprit ging auch schon ein bisschen zur Neige. Nächste Runde war jetzt mein Stopp angesetzt. Patrick Till jetzt in der Box. Ich bin gerade unten in der Mercedes Arena. Und Patrick Till steht immer noch.
Sehr gut. Für mich in dem Fall. Da geht's runter Richtung Hairpin. Jetzt wirklich irgendwie schauen, dass man da die einigermaßen trifft, die Runde auch gut setzt, gute Inlap setzt, grünen Boxenstopp. Durch die Schumacher SS hier möglichst fehlerfrei, möglichst gut durchkommen. Patrick Till ist schon wieder raus. Ist jetzt auch in der Mercedes Arena. So, und bei mir geht es jetzt hoch Richtung Schikane. Die gut treffen und dann ab in die Box zum Pflichtstopp. Auch der Jeff Eberts jetzt an die Box gefahren, das heißt Daniel Andersson ist an Jeff Eberts vorbei. Auch da ist Spannung angesagt, weil auch da geht es natürlich darum, wer hält die Position, wer kommt vor dem anderen wieder auf die Strecke und kann somit seine Position verteidigen. Patrick Till war jetzt in den Schumacher SS. Da kommt Daniel Andersson. Jetzt in der Hairpin Richtung Schumacher SS hoch. Jeff Eberts fährt schon wieder raus. So, Patrick Till jetzt auf Start-Ziel. Wie schaut es bei mir aus? Wo stehe ich? Da sind sie noch am Reifen wechseln. Das wird knapp. Das wird knapp. Jetzt geht's weiter wieder raus auf die Strecke und da kommt Patrick Till schon an der Boxengasse vorbei. Okay, das habe ich also nicht geschafft. Ich konnte allerdings vorm Rudi Geis bleiben. Und da macht er einen Fehler. Patrick Till kommt ein bisschen weit raus hier mit seinem BMW. Und also kleiner Vorteil, den ich da hatte. Und jetzt Daniel Andersson in die Box. Auch da wieder ganz spannend. Jeff Eberts auf P5 aktuell. Daniel Hofmann hat noch keinen Boxenstopp. Der muss noch rein, ist auf P4. Und Jeff Eberts, da geht es jetzt Richtung... Ja, Links-Rechts-Kombination hoch zur Schikane. Daniel Andersson jetzt in der Box. Jetzt geht's los mit seinem Stop. Circa 30 Sekunden muss man einkalkulieren. Und auch da ist die Frage, wer bleibt vorne nach dem Stop jetzt, nach den jeweiligen Boxenstops. Steht noch, Daniel Andersson steht noch. Und ab in die Schikane. Jeff Eberts jetzt hoch Richtung letzte Kurve auf Start-Ziel. Daniel Andersson steht noch, der steht noch. Auch das wird sehr, sehr knapp. Jetzt fährt er raus. Helder Guerra auch in der Box. Und da zieht Jeff Eberts wieder vorbei. Und wir sind wieder bei der Positionierung wie vorher. Jeff Eberts vor Daniel Andersson. Auf P1 immer noch Dennis Bricour mit einem guten Vorsprung. Jetzt heißt es wieder ranfahren, wieder ranpushen. Ich bin circa auf eine Sekunde am Patrick Till dran. Also ging recht gut sogar mit dem Stop, muss ich sagen. Wir waren davor 2,8 Sekunden auseinander. Also der Stop war wirklich gut oder vom Patrick Till vielleicht nicht ganz so gut. Auf jeden Fall hat er mal eine Sekunde eingebracht, die ich jetzt einfach näher an Till dran bin. Zwei Sekunden hat Andersson auf Eberts. Mein Teammate Daniel Hofmann auf P5. Das kann eigentlich nicht passen, weil ich glaube, dass er ja auch in der Box war. Oh,
Oder war der noch gar nicht drin? Nee, der war offensichtlich noch gar nicht drin. Doch, war er. Jetzt ist das Tableau umgesprungen. Wieder auf P8 gegangen. Mittlerweile 68 Sekunden Vorsprung auf Christoph Meyerhold. Also wie gesagt, da muss irgendwas am Auto sein, weil die Pace geht Christoph Meyerhold nicht. Da ist viel, 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 viel mehr drin. ...06 fehlen mir auf Patrick Till. Und uns beiden circa 10 Sekunden auf dem Helder Guerra, der auf Position 4 seine Runden dreht. Da war es jetzt die ersten zwei Runden ja ein bisschen schwierig, die Reifen ins Fenster zu bekommen. Aber nach zwei Runden ging es dann auch tatsächlich vom Grip her echt wieder gut. Gute war nur, dass das Problem offensichtlich Patrick Till auch hatte, weil er einfach, wie gesagt, die Zeit nicht so groß variiert hat. Die rechts hoch auf die Schikane. Oh, und da macht er einen Fehler. Patrick Till kommt auf die Wiese innen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit vorbeizufahren. Mache ich auch. Schade, schade, schade für Patrick Till. Der Fehler. Ja, der hat ihm die Position gekostet aktuell. Aber er kann gut dranbleiben, heftet sich gleich wieder direkt ins Heck. Ich versuche den Windschatten ein bisschen zu brechen. Zieht er rechts rüber. Jetzt wird spannend. Ich denke mal, das würde nicht lang mit sich oder auf sich sitzen lassen wollen. Und wird da versuchen, auf jeden Fall dran zu bleiben. Dennis Bricourt, komfortabler Vorsprung von 12 Sekunden auf Jeff Eberts. Fährt auf Position 1. Und wenn da nicht irgendwas passiert oder nicht ein Riesenfehler passiert, dass er sich da irgendwie rausdreht oder sowas, ist, denke ich, der Rennsieger fürs heutige Trainingsrennen im Nürburgring relativ klar. Ja, Dennis Bricourt, 1:55.622. Davon kann ich im Qualifying mit 25 Liter Sprit, also so leicht als möglich, nur träumen. Das fährt der im Rennen. Also das ist eine andere Liga und gar keine Frage, wenn Split 2 kommt. Also, die waren dann Pro-AM und Pro-Fahren. Ist mal klar, wo Dennis Bricourt unterwegs sein wird. Also sicher nicht in der Pro-AM. 05 hat Patrick Till auf mich. Und jetzt haben wir den Spieß umgedreht. Die halbe Sekunde bleibt, nur die Autos sind vertauscht. Aber die Rennpace bei uns hier, Patrick Till, Rudi Geis, ist relativ ähnlich. Was schade ist, ist, dass wir nach vorne hin anfangs zu viel Zeit verloren haben. Denn Helder Guerra kann sich jetzt nicht maximal absetzen. Es sind 11 Sekunden, es schwankt immer so ein bisschen von den Sekunden her. Nur am Anfang war der Helder wesentlich
zackiger unterwegs oder wir viel zu langsam. Und somit war das eigentlich auch schon rum ums Eck, weil 11 Sekunden nach vorne reinfahren, also da müsste man auch schon auf einen Fehler vom Helder Quera hoffen. Rudi Geist, der pirscht sich da so langsam an von hinten her kommend. 3,3 Sekunden, da ist jetzt noch alles möglich. Ja, und das sieht man schon, Patrick Till, der konnte da jetzt auf unter 4 Zehntel an mich ranfahren. Da habe ich zu viel mit meinem Teammate gequatscht. Irgendwann dann habe ich gesagt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren, weil macht da einen Schmarrn nach dem anderen. Hat aber anfangs eine C4 gebracht, um mich da irgendwie absetzen zu können. Also da, wie gesagt, da ist die Pace zu eng beieinander. Was das Ganze ja einfach wirklich sehr, sehr spannend und schön und interessant macht. Ne? Jeff Eberts 1,7 Sekunden auf Daniel Andersen Vorsprung. Aber auch der pusht sich so langsam da wieder hinten ran. Oh, da kommt ein bisschen von der Strecke ab. Das kostet Zeit, Helder Guerra. Die er aber ja zweifellos hat. Also, der kleine Ausflug. Es fällt nicht maximal ins Gewicht. Christoph Meyerhold 17 Sekunden hinter Daniel Hofmann. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am Rätseln. Wir hatten vorhin 68 Sekunden hinter Daniel Hofmann. Also entweder Daniel Hofmann hat es rausgedreht oder irgendwas, aber das spricht eigentlich nicht dafür, weil der ist nach wie vor 26 Sekunden hinter Rudi Geis, oder der Meyerhold Christoph ist in 5 Runden 50 Sekunden rausgefahren. Also ich tippe eher mal auf einen Anzeigefehler hier im Assetto Corsa. Ja, ich schaffe es jetzt gerade so ein bisschen, mich so ein bisschen zu lösen vom Patrick Till auf über eine Sekunde ist jetzt der Vorsprung gewachsen. Während sich Rudi Geis da hinten so langsam aber sicher in Richtung P6 aufmacht. 7 Zehntel rausgefahren, nur noch 2,4 Sekunden dahinter. Ja, wir springen mal in Runde 28, denn das Ganze ging jetzt so dahin, da hat sich nicht sehr viel getan. Man sieht schon, Daniel Andersen 1,7 Sekunden hinter Jeff Eberts. Rudi Geis konnte ein bisschen was noch gut machen. Und was passiert da? Jeff Eberts dreht's raus in der Schikane. Oh mein Gott. Das kostet ihn seine Position 2. Das schauen wir uns nochmal an. Was ist da passiert? Ist nicht mal im Zweikampf. Oh, kommt da viel zu weit innen rein. Muss da versuchen, das Auto irgendwie gerade zu halten und muss über die Carbs außen und keinen Grip mehr, gerade Mittelmotor, nichts zu machen. Der dreht sich weg, da kann er froh sein, dass er nicht noch irgendwo eingeschlagen ist. Ach, ist das schade. Jeff Eberts, P2 verloren. Daniel Andersen somit auf
P2 vorgefahren, aber ganz starkes Rennen, auch von Daniel Andersen, der da immer dran geblieben ist und seine Chance gewittert hat, die er letztlich auch bekommen hat. Ja, und die beiden Teammates von Intruder Racing Team, Patrick Till, die fighten sich da einen ab. Und ihr seht schon bei mir, das Grauen bahnt sich an. Low Fuel Pressure im Display. Ich habe mich im Sprit verkalkuliert. Und zwar mächtig verkalkuliert. Um eine ganze Runde. Um das Ganze ein bisschen vorwegzunehmen. Rudi Geis auf 4 Zehntel an seinem Teamkollegen Patrick Till dran. Das wird auf jeden Fall nochmal ein spannendes Finish. Also die fahren da fast Stoßstange an Stoßstange. Ihr seht schon, wie mein Vorsprung da vorne schrumpft. Das ist wirklich heftig. Ich hatte 3,4 Sekunden rausgefahren. Jetzt sind es noch 2,2. Und die kommen immer näher, gnadenlos. Logisch, ich musste irgendwie reagieren auf den Fehler, den ich da gemacht habe. Und habe das Motormapping entsprechend angepasst, dass ich weniger Spritverbrauch hatte. Habe aber da einfach viel zu viel an Leistung verloren, habe die Kurven nimmer getroffen, mich jetzt rausgetragen, die Apexes versäumt. Also das war ein Graus. Ja, also da sieht man es ganz schön, ne? Wie es mich da rausträgt, einfach weil mir die Traktion völlig fehlt. Motorbremskraft fehlt und somit, ja, war das vorprogrammiert. Ne? Ich habe da versucht, mich noch irgendwie zu wehren, irgendwie diesen 5. Platz ins Ziel zu bringen. Das sind halt nur noch unter einer Sekunde. Da mein letzter Versuch, irgendwie die beiden hinter mir zu halten, um P5 zu verteidigen. Aber letztlich habe ich da schon gemerkt, keine Chance. Und musste da ziehen lassen. Erst Patrick Till. Und dann auf der Anfahrt Richtung Schumacher S ist dann auch Rudi Geis an mir vorbei. Da komme ich ganz weit raus, einfach keine Traktion mehr, keine Motorbremskraft mehr. Und Dennis Precourt auf dem Weg zum Sieg hier am Nürburgring. Hätte fast noch meinen Teamkollegen Daniel Hofmann überrundet. Das wollte er sich aber nicht unbedingt gefallen lassen und hat da versucht, vor ihm zu bleiben. Dennis Precourt auf P1. Und hinter ihm kommt Daniel Andersen, fährt in die letzte Kurve auf Startziel und hat somit das Rennen auf dem Treppchen Position 2 beendet. Jeff Eberts auf P3 das Rennen beendet. Helder Guerra auf den letzten Zügen, hätte ich fast gesagt, in den letzten Kurven unseres Nürburgring Trainingsrennen. Beende das Rennen auf Position 4.
Dann die beiden Intruder Racing Teamfahrer Patrick Till auf P5 und fast schon bilderbuchmäßig fahren sie da beinahe zu zweit über die Ziellinie. Rudi Geis dahinter und mein Teamkollege dann rast noch an mir vorbei. Man hat sie im Augenwinkel noch gesehen. Da hinten stehe ich, beende das Rennen auf P8. Christoph Meierhold ist schon in die Box und hat dort sein Auto abgestellt auf P9. Und das war's vom Nürburgring. Wir verabschieden uns von euch mit dem Bild des Tages. Ein Audi R8 Evo 2 ohne Sprit. Und schauen uns die Wertung an. Dennis Pricour auf P1, wie schon gesagt. Daniel Andersen auf P2. Jeff Ewerts 3. Helder Guerra auf 4. Patrick Till auf 5. Rudi Geis auf 6. Daniel Hofmann auf 7. Meiner einer dann auf P8 gewertet und Christoph Meyold auf 9. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gern einen Daumen hoch da lassen, gerne abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit, schaltet wieder ein beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut. Servus!